Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wir freuen uns, diese gläubigen Gesichter wiederzusehen und bitten Allah azawajal darum, dass er uns allen die Sünden verzeiht und dass er uns nicht von dieser Sitzung aufstehen lässt, bis er subhanahu wa ta'ala mit uns zufrieden ist. Und er ist in der Lage dazu, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kann uns in einem Augenblick die gesamten Sünden verzeihen. Das solltest du immer wissen. Du hast einen Herrn, der barmherziger ist als das, was du über ihn denkst. Alles, was du dir vorstellst an Barmherzigkeit, Allah ist größer und erhabener über dieses. Daher, o Diener Allahs, verzweifle niemals daran, dass Allah Azza wa Jal in der Lage ist, dir alle Sünden zu vergeben. Und ihr wisst, liebe Geschwister, eine Person hat nicht dauernd einen sehr starken Iman. Der Iman schwankt. Manchmal ist er stärker, manchmal ist er schwächer. Aber wir dürfen niemals diesen Iman verlieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala nicht unsere Seelen nehmen, bis er uns nur mit dem wahrhaftigen Islam sterben lässt. Allahumma amin. Und wir haben heute für die geehrten Geschwister ein wunderschönes Thema vorbereitet. Und zwar, wie erreiche ich einen Glauben, der Berge versetzt? Und in der Tat ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns. Wir haben gesagt, der Glaube ist alles, was bei Allah subhanahu wa ta'ala zählt. Dass du deinen Glauben im Herzen trägst und ihn praktizierst, das ist das Entscheidende bei Allah subhanahu wa ta'ala. Weder dein Aussehen noch dein Körper ist das Entscheidende, sondern einzig und alleine, was du in deinem Herzen trägst. Und wenn du dieses im Herzen trägst, dann wird sich dieses auch bemerkbar machen auf deine Taten. Und die Taten von einem Muslim sind die Taten von einem Gläubigen. Die Taten von einem Muslim sind nicht die Taten von einem Ungläubigen, der nicht Allah und den jüngsten Tag kennt. Daher solltest du dich als Muslim unterscheiden von den anderen, o Diener Allahs. Warum hat Allah Azza wa Jalla dich zu einem Muslim gemacht, wenn du genauso lebst wie diejenigen, mit denen Allah Azza wa Jalla nicht zufrieden ist? Möchtest du nicht endlich wie ein Muslim leben und dich an die Regeln des Islams halten, nur damit du dich schützt und damit du nicht ins Verderben gerätst, wie viele andere Menschen? Schau um dich herum, wie viele Leute haben mit einigen guten Taten angefangen und sie sind zu den übelsten Taten zurückgekehrt, als ob sie Allah niemals zuvor kennengelernt hätten. Und so bitte ich Allah Azza wa Jal darum, dass er uns einen starken Iman gibt, der uns jeden Tag dazu verhilft, gute Taten zu machen, sagt Amin. Amen. Höre, was Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sagte. Er sagte, وَكَذَلِكَ الْإِيمَانِ إِذَا خَالَطَتْ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبِ فَعْلَ الْأَعَجِيبِ. Und so ist der Glaube, wenn einmal die Freude des Glaubens in das Herz eindringt, so wird der Gläubige unglaubliche Taten verrichten. Kennen wir Leute in der Geschichte, die unglaubliche Taten verrichtet haben? Genau über diese wollen wir heute bi'idhnillah Samiel Alim sprechen, liebe Geschwister. Taten, die wir uns nicht vorstellen können. Wie ein Gläubiger so einen starken Iman in seinem Herzen verinnerlichen kann, dass dieser Glaube Berge versetzt. So dass wir heute nach Hunderten und Tausenden von Jahren immer noch über diese großartigen Vorbilder sprechen. Denn wahrlich, dieses sind unsere Vorbilder. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nicht umsonst die Geschichten derjenigen gelassen, mit denen er zufrieden war, außer dass wir ihnen nachahmen. Das ist der einzige Grund, warum Allah Azza wa Jal uns die Geschichten derjenigen gelassen hat, mit denen er zufrieden war, subhanahu wa ta'ala. Und daher, liebe Geschwister, ist es umso wichtiger, dass wir die Geschichten von diesen Menschen kennen. Warum? Damit wir unseren Iman stärken. Und wir wollen nicht nur einen mäßigen Iman haben, wir wollen einen starken Iman haben. Denn der mäßige Iman, er kann dich zu der einen oder zu der anderen Tat verleiten. Aber ein starker Iman, was sagte Ibn al-Qayyim? Er wird dich unglaubliche Taten vollziehen lassen. Und so berichtet der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Geschichte, nachdem Khabbab ibn al-Arad radiyallahu anhu arda einmal zu ihm kam und er sagte, shakawna ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna lahu ala tastansiru lana ala tad'u lana.
Wir gingen einmal, das heißt wir Sahaba, die wir misshandelt wurden, die wir gequält wurden von den Götzendienern, weil sie den Islam an uns gehasst haben. Als wir Götzendiener waren, haben sie uns in Ruhe gelassen. Aber als wir den Islam angenommen haben und zufrieden waren mit diesem Islam, so haben sie uns angefeindet und sie hätten uns am liebsten getötet. So sagt Khabbab ibn al-Arad, radiyallahu anhu arda, so sind wir mit einer Gruppe von Sahaba zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen und wir haben unser Leid bei ihm beklagt. Ja, Rasulallah, möchtest du nicht um Hilfe für uns bitten? Möchtest du nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns hilft? Dann heb deine Hände und bitte Allah azza wa jalla darum, dass wir dieses Leid endlich hinter unseren Rücken lassen. Wir sind nicht mehr in der Lage, dieses Leid zu ertragen. Leute, die wahrhaftig waren. Leute, die gläubig waren. Aber jeder von uns erträgt nur eine bestimmte Schmerzgrenze. Und es waren Sahaba gewesen, die man so malträtiert hat, so dass sie kurz davor waren zu sterben. Man hat sie beschimpft, man hat sie beleidigt, man hat sie gequält und man hat sie auch getötet, bis sie irgendwann diesen Schritt gewagt haben zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der ihnen gesagt hat: "Kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ard." فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين. Vor euch, so solltet ihr wissen, die ihr es eilig habt. Ihr kommt zu mir und bittet mich, dass ich jetzt schon die Hände hebe und ihr habt noch nichts erlebt, wollte er ihnen damit sagen. Vor euch waren Leute. Sie wurden in eine Grube hereingetan. Und dann wurde die Säge genommen, an ihren Kopf angesetzt. Und man hat sie in zwei Hälften zersägt. Höre, وَمَا يَسُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِ. Und dieses hat ihn nicht dazu gebracht, dass er seine Religion verlassen hat. Kannst du dir vorstellen, was für unerträgliche Schmerzen das sind? Ein Bruder hat mir erzählt, es gibt ein bestimmtes Land, ich möchte dieses Land jetzt nicht nennen, wenn die Gläubigen dort im Gefängnis sind, dann kommt dieser widerliche Wärter, möge Allah subhanahu wa ta'ala die Feinde Allahs erniedrigen. Und er kommt mit einer Säge und er sägt von dem Gläubigen das Bein in einem islamischen Land. Während der Gläubige solche Schmerzen verspürt und der Beamte sich noch lustig macht über ihn und seine Religion. Und dieses passiert in unseren Ländern. Fittern, Versuchung. Warum? Nur weil man sagt, Allah ist mein Herr. Das ist der einzige Grund, liebe Geschwister. Das ist der einzige Grund. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er wollte den Leuten sagen, seid nicht voreilig. Es gab Leute, die haben Schlimmeres erlebt als ihr. Und als Allah azza wa jalla uns im Koran gesagt hat, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Alif Lam Mim, glauben die Menschen, dass wenn sie nur sagen, wir glauben, آمنا, wir glauben, wir alle haben La ilaha illallah gesagt, dass wir sie ab jetzt in Ruhe lassen? Nein, sie glauben falsch. Sondern vielmehr, als du deinen Glauben bekundet hast, jetzt erst bist du für Allah subhanahu wa ta'ala einer, der geprüft werden muss. Zuvor hast du keinen Glauben gehabt. Zuvor war dein Herr, dein Rabb, dein Ilah, dein Gott, Shaitan. Aber jetzt, wo du behauptest, Allah ist mein Herr und ich bin ein Muslim und ich unterwerfe mich unter dem Willen Allah subhanahu wa ta'ala, jetzt prüft Allah azza wa jalla dich. Und so werden wir sie prüfen, sagt Allah azza wa jalla, wie wir diejenigen, die vor ihnen waren, geprüft haben. So wird Allah sehen, und er weiß es am besten, subhanahu wa ta'ala, so wird Allah sehen, wer die Wahrhaftigen und wer die Heuchler sind. Möge Allah uns nur unter den Wahrhaftigen machen. Yahwa, eine Frage an euch. Als wir gesagt haben, La ilaha illallah, was wollten wir vom Islam? Was wollten wir vom Islam? Wollten wir Dunya? Sagt es mir. Wollten wir Geld? Wollten wir Frauen, Kinder? Was haben wir damit ausgesagt? La ilaha illallah. Es gibt niemanden, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Was wollten wir damit? Ist das nur ein Lippenbekenntnis gewesen?
Können wir Allah Azza wa Jalla reinlegen? Heißt das jetzt, dass wir unser Leben mit La ilaha illallah, nachdem wir gesagt haben, ja Allah, wir unterwerfen uns unter deinem Willen. Du bestimmst über uns. Du sagst uns, was wir zu tun haben. Wir folgen nur deinen Anweisungen und den Anweisungen vom Gesandten Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Was wollten wir sonst aussagen? La ilaha illallah bedeutet, dein Leben gehört jetzt Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sprich, mein Gebet, mein Opfer, mein Leben und mein Tod gehören Allah. Du hast dein Leben verkauft an Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna Allah ashtara min al-mu'minina. Allah subhanahu wa ta'ala hat von den Gläubigen was gekauft? Ha? Was hat er gekauft von den Mu'minin, von den Gläubigen? Ja, das ist der Endteil. Er hat ihre Seele und ihr Vermögen was gekauft dafür, dass sie im Gegenzug das Paradies bekommen. Du bist der Verkäufer. Wer ist der Käufer? Allah subhanahu wa ta'ala, er hat von dir dein Leben gekauft. Was heißt, er hat dein Leben gekauft? Das heißt, lebst du es für Allah, wirst du im Gegenzug, bi'anna lahum jannah, was bekommen? Das Paradies, das ist der Deal mit Allah azza wa jall. Du hast ein Deal, ein Vertrag mit Allah. Ja Allah, mein Leben gehört dir, ich lebe es zu deiner Zufriedenheit und nur so werde ich glücklich. Und nur so werde ich glücklich, wenn ich es zu deiner Zufriedenheit lebe, denn du hast in der Hand, ob ich glückselig bin oder nicht. Kennt ihr Leute, die alles haben und Selbstmord begehen? Wo ist ihre Glückseligkeit? Warum sind sie nicht glückselig mit ihrem Geld, mit ihrem Vermögen, mit den Frauen, die sie jeden Tag tauschen, mit den Annehmlichkeiten in dieser Dunya, die sie genießen, vom Osten bis zum Westen? Warum denken sie an Selbstmord? Warum ist die höchste Selbstmordrate in Europa an einem Ort, wo die Leute alles besitzen, was sie nur für dieses nötige Leben brauchen? Warum? Weil sie nicht zufrieden sind. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً Danke. Und derjenige, so sagt Allah Azza wa Jal, und Allah, er hat uns erschaffen, er weiß am besten über uns Bescheid. Und wer sich von meiner Religion abwendet, von meiner Ermahnung, bedeutet die Religion des Islam und vom Koran, so wird er ein enges Leben bekommen. Das heißt, du wirst leben, aber nicht ein zufriedenes, glückliches Leben, sondern du wirst leben in Qualen. Allah wird dich von innen quälen, mit Kummer, mit Sorgen, mit Leid, mit Unzufriedenheit, das reicht an Strafe. Während du alles besitzt, Wallahi, diese Beispiele sind vor unseren Augen. Zahlreich. Allah, er sagt uns das im Koran. Wenn du dich von seiner Ermahnung abwendest, von seinem Koran und von der Religion, dann wirst du ein enges Leben haben. Im Gegenzug, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَيْ فَلَا يَضِلْ وَلَا وَلَا يَشْقَى. Derjenige aber, der meiner Rechtleitung folgt, bedeutet den Koran, so wird er weder in die Irre gehen, noch wird er traurig sein. Allah hat diesen Koran nicht herabgesandt, damit wir traurig werden. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه, wir haben diesen Koran nicht herabgesandt, ja Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, damit du traurig wirst. Im Gegenteil, dieser Koran leitet dich zu einem besseren Weg. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Und wahrlich, dieser Koran leitet zu einem besseren Weg zur Zufriedenheit Allahs. Möge Allah subhanahu wa ta'ala immer mit uns zufrieden sein. Und er verkündet den Gläubigen, subhanallah, wie kann man traurig sein über so einen Koran? Und er verkündet den Gläubigen. Wir reden über Gläubige. Wir wollen Gläubige sein. Wir nennen uns Muslime. Und er verkündet den Gläubigen, die glauben und Gutes tun, dass sie einen gewaltigen Lohn bekommen werden. Einen großen Lohn. Das ist das Paradies. Möge Allah uns allen das Paradies ohne Abrechnung geben. Allahumma amin. Das ist der Koran. Was verkündet er dir? Außer eine frohe Botschaft. Du willst nicht so sein wie die anderen. Dann lebe wie diejenigen, mit denen Allah zufrieden ist. Und daher, ja Ikhwa, du darfst dich nicht von Allah abwenden, sonst wendet sich Allah von dir ab. Brauchst du Allah nicht in jeder Situation? Brauchst du Allah nicht? Du brauchst Allah, dass du aufstehst. Allah hat es bewirkt,
dass du atmen kannst. Allah hat das bewirkt. Dass du dich bewegen kannst. Allah hat das bewirkt. Nichts passiert, außer mit dem Willen Allahs. Und dass du jeden Tag die weitere Möglichkeit bekommst, zu bereuen bei Allah, dieses nur durch seine Gnade. Wen betest du an? Von wem wendest du dich ab, o Diener Allahs? Allah subhanahu wa ta'ala sollte der Mittelpunkt in deinem Leben sein, nicht deine Frau und nicht deine Kinder. Und ich sage es, wie es ist. Wir sehen, dass manche Geschwister, manche Brüder, hadahumullah, möge Allah azawajal sie recht leiten, alles für ihre Frau tun. Wenn die Frau einmal mit dem Finger schnipst, dann rennt er los und er geht bis zum letzten Laden, um ihr diesen Schrank zu holen, um ihr diese Kette zu holen, um ihr dieses und jenes zu holen. Aber wenn Allah ihn zum Gebet ruft, dann siehst du, dass er weiter schläft. Als ob er seine Frau zufriedenstellen will, die Allah ihm gegeben hat, während er vergessen hat, dass Allah derjenige ist, den er zufriedenstellen muss. Auch genauso Frauen. Sie ist bereit, drei Gerichte für ihren Mann zu kochen, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie ist bereit, darüber nachzudenken, was ihr Mann gefällt und was ihr Mann nicht gefällt. Das ist schön, aber vergesse nicht deine Religion. Und das wird bei den meisten gemacht, liebe Geschwister. Allah steht an erster Stelle. Aisha radiallahu anha hat berichtet, der Gesandte Muhammad. Ich hoffe, es wird euch nicht langweilig, die Salawat zu sprechen. Der Gesandte Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, als er zu Hause war, so hat er sich selbst um seine eigenen Sachen gekümmert. Was heißt das? Er hat selber seine Milch gemolken. Nicht die Milch gemolken, er hat selber die Kuh gemolken und sich die Milch geholt. Und er hat seine Socken gestopft. Ihr hättet nicht mal den Fehler gemerkt. Ne? Und er hat seine Socken gestopft, alaihi salatu wasalam. Und er war er war dienlich seiner Frau gegenüber. Er hat ihr geholfen im Haushalt und das ist überhaupt kein Problem. Du kannst deine Frau anfeuern im Haushalt, dass sie noch mehr machen kann. Das ist überhaupt kein Problem. Und so hat er einige Sachen gemacht, alayhi salatu wassalam. Aisha radiallahu anha berichtet, aber wenn der Adhan ertönt ist, der Gebetsruf, haben wir ihn nicht mehr gesehen. Khalas, jetzt gibt es keine Aisha. Jetzt gibt es keine Salama, jetzt gibt es keine Zainab, keine Sauda, jetzt gibt es nur Allah. Was sagen wir, wenn wir mit dem Gebet beginnen? Allahu Akbar, das heißt, Allah ist größer als alles. Und wie kommt es, dass manche im Gebet ihr Geld zählen? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Er zählt sein Geld. Allah ist größer als alles. Größer als deine Frau. Größer als deine Kinder und größer als alles, was dir im Leben etwas bedeutet. Denn wenn Allah nicht wäre, hättest du diese gesamten Dinge nicht. Wo ist deine Dankbarkeit gegenüber Allah? Und ich wundere mich über Leute, die bei Allah es nicht schaffen, Allah fünfmal am Tag anzubeten, während sie es schaffen, hundertmal ihren Gelüsten zu folgen. Das ist Krankheit. Das ist Krankheit. Möge Allah azawajal unsere Herzen reinigen. Und er sagte weiter, alayhi salatu wassalam, وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ. Und es gab unter ihnen Leute von den früheren Gläubigen, sie wurden auf den Boden gelegt und dann wurde ein Eisenkamm über ihren Körper geschert und es blieb Blut und Knochen und Haut an diesem Eisenkamm kleben. وَمَا يَسُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِ. Dieses hat ihn aber nicht dazu gebracht, seine Religion aufzugeben. Gläubige, Mu'minu. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nicht einmal befohlen, wenn es um Leben und Tod geht, oder gewaltige Strafen wie langjährige Haftstrafen, oder dass wir gequält werden, dann können wir den Kuffar nach außen vorzeigen, als ob wir ihrem Kuffer folgen, während wir im Herzen was? Iman besitzen. Man kafara billahi min ba'di imanihi. So ist derjenige, der Allah verleugnet, nachdem er gläubig geworden ist. Illa man ukrih wa qalbuhu mutma'innum. Bil-Iman. Während derjenige, der gezwungen wurde, das heißt, er verleugnet Allah, er begeht den Kufr, indem er es ausspricht oder eine Handlung des Kufr vollzieht,
so wird Allah Azza wa Jal ihn nicht dafür zur Rechenschaft ziehen, solange er es aus Angst gemacht hat, aber in seinem Herzen trägt er den vollen Glauben. Ist Allah barmherzig? Allah ist barmherzig. Allah könnte dieses auch für uns zum Gegenteil auslegen, aber er hat uns Subhanahu wa ta'ala mit Barmherzigkeit behandelt. Einer kommt zu dir und er hält dir eine Waffe an den Kopf und sagt, sprich den Kufr. Daraufhin sagst du, ich bin Kafir. Aber im Herzen bist du was? Ein Gläubiger. So wird Allah dich nicht dafür belangen. Genauso, wenn einer zu dir kommt und er sagt dir, sprich den Iman aus, sei ein Gläubiger und er hält dir ein Schwert an den Hals und du sagst, ich bin gläubig, bist du gläubig? So ist unsere Religion, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat Gläubige erschaffen, die so ein Glauben verinnerlicht haben, dass sie unglaubliche Taten vollzogen haben. Wer von uns hat solche Taten vollzogen? Sagt es mir. Wir reden immer nur über die früheren. Wo sind die Beispiele in dieser Dunya? Wo sind diejenigen, die diesen Beispielen folgen? Wollen wir immer nur über Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu reden, über Omar, über Uthman, über Ali radiallahu anhum ajma'in? Und wir lieben die Sahaba und wer auch immer die Sahaba beschimpft, so soll er wissen, Allah hat ihn schon in der Dunya erniedrigt. Möge Allah uns weit von diesen Leuten entfernen. Aber wisset, liebe Geschwister, wo sind unsere Beispiele? Einer von uns hat ein kleines Problem, Wallahi. Es ist nicht mal ein nennenswertes Problem. Einer wurde vielleicht herausgeworfen aus der Arbeit wegen seinem Bart, weil er nicht bereit war, sein Bart zu rasieren. Oder er wurde von der Arbeit herausgeworfen, weil er an seinen Gebeten festgehalten hat, weil er zum Jumu'ah-Gebet gehen wollte. Dann sagt er, ich wurde jetzt herausgeworfen. Allah liebt mich nicht. Was soll ich mit so einem Herrn? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wo ist sein Glaube? Ist das ein Glaube? Deswegen sagt Allah Azza wa Jal, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Und unter den Menschen gibt es manche, sie dienen Allah nur am Rande. Immer bereit, die Religion zu verlassen. Sobald eine Situation für sie kommt, mit der sie nicht konfrontiert werden wollen, dann sagen sie, kafart, ich bin ein Kafir geworden. Hatte er einen wahrhaftigen Iman? Allah sagt, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ. Sie haben Allah angebetet, aber wie? Am Rande. Was heißt am Rande? Kein wahrhaftiger Iman. Es ist kein wahrhaftiger Iman. Dieser Iman ist nur, solange alles so verläuft, wie er es will. Aber der hat den Islam nicht verstanden. Weil der Islam ist nicht gekommen, damit du deinen Gelüsten folgen kannst. Der Islam ist gekommen, genau entgegen deinen Gelüsten. Ist es leicht, früh am Morgen zum Fajr aufzustehen? Ist es leicht, den Frauen Nein zu sagen, obwohl sie so einen hübschen Mann mit einem Bart und einer Brille begehren? Es ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Das ist sehr schwer, liebe Geschwister. Ist es leicht, an einer Gruppe von Jugendlichen zu laufen, vorbeizulaufen, die eigentlich die Freunde sind und ihnen zu sagen, mach das nicht, Allah liebt das nicht. Das ist nicht leicht. Aber genau dafür kriegst du das Paradies. Hujibatil jannatu bil makarih. Das Paradies ist umgeben von unangenehmen Dingen. Wa hujibatil naru bis Shahawat, und das Höllenfeuer ist umgeben von Gelüsten. Dein Höllenfeuer hast du schon mal sicher. Dafür brauchst du nichts zu tun. Wenn du so bleibst, wie du bist, kriegst du das Höllenfeuer. Das hast du dir schon verdient. Und ich wundere mich über Leute, die bei Allah subhanahu wa ta'ala die größten Verlierer sind. Sie zahlen noch Geld, um in Jahannam hereinzukommen. Der steht an der Disco vorne und zahlt 10 Euro für Jahannam. Er gibt ein Essen für seine Freundin aus, 40 Euro, und hat nie was für seine Geschwister gespendet, die in den gesamten islamischen Ländern arm leben. Möge Allah azza wa jalla unseren Geschwistern helfen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen einen Ausweg geben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihre Feinde erniedrigen. Er hat das noch nie gemacht. Aber er ist bereit, 40 Euro für Steffi auszugeben. Steffi mit den grünen Augen. Seine Tigerkatze. Er zahlt 40 Euro für Jahannam. 10 Euro für die Disco sind schon mal 50. Er zahlt Geld, um wo hereinzukommen? In Jahannam. Ya Ikhwan,
zahle lieber dieses Geld, um höhere Stufen im Paradies zu erlangen. Und zahle nicht dieses Geld, um in Jahannam hereinzukommen. Wir wollen eine andere Geschichte hören. Und die Frauen werden sagen, warum erzählt man immer Geschichten über die Männer, als ob es keine Geschichten über die Frauen gäbe und wir wollen ihnen ihr Recht geben. Und wahrlich, wir sagen, es gab Frauen, die waren tausendmal mehr wert als Männer. Höre diese Geschichte, die uns niemand anderes erzählt hat, außer Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam, an Ibn Abbas, radiyallahu an, qala Rasulullah. صلى الله عليه وسلم لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة فقال هذه رائحة ماشطة بنتي فرعون وأولادها. Eines Nachts sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم wurde ich emporgehoben. Er meint was? Die Nachtreise von Isra und Mi'raj. Und in dieser Nacht hat er einen wunderschönen Geruch vernommen. So fragte er Jibril, wem gehört dieser Duft? Von wem ist dieser Duft? Dieser Duft betört mich. Ich muss danach fragen, wem gehört dieser Duft? So sagte Jibril alaihi salatu wasalam, das ist der Duft von der Friseurin, von der Tochter von Pharaon. Lasst uns die Geschichte hören, was ihre Geschichte ist, liebe Geschwister. Qultu, so sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ma sha'nuha, was ist ihre Geschichte? Erzähl sie mir, Herr Jibril. So sagte er, Baina hiya tumashitu ibnata Fir'aun dhata yawmin idh saqatatil midra min yadayha. Eines Tages hat sie die Haare gekämmt von der Tochter von Fir'aun. Wer war Fir'aun? Für die Leute, die ihn vielleicht nicht kennen. Ja? Der Pharao. Ja, super, jetzt wissen die Leute Bescheid. Er war das Beispiel für den Kuffer, das Beispiel für den Unglauben. Wenn du Unglaube übersetzen willst, dann sag Pharao. So übel war dieser Mensch. Und er hatte eine Tochter. Diese Tochter hat eine Friseurin gehabt, die eine gläubige Frau ist, wie wir gleich hören werden. Und diese Friseurin hat ihr die Haare gekämmt. Und eines Tages, als sie ihr die Haare gekämmt hat, ist der Kamm aus ihren Händen heruntergefallen. Faqalat Bismillah, so sagte sie im Namen Allahs. Faqalat laha ibnatu Fir'aun, Abi, so sagte die Tochter von Fir'aun, meinst du Bismillah im Namen Allahs, meinst du mit Allah mein Vater? Schaut mal, liebe Geschwister, وَلَيَّادُ بِاللَّهِ, wenn Kinder großgezogen werden in einem Haushalt, wo die Leute ihnen erklären, dass es einen anderen Gott gibt außer Allah, schaut, wie verdorben ihre Herzen sind. Meinst du meinen Vater mit Allah? قَالَتْ, so sagte die Friseurin, لَا وَلَكِنْ رَبِّي وَرَبُّ أَبِيكِ اللَّهِ. Nein, es ist der Herr von mir und von deinem Vater Allah. Wisst ihr, was diese Wörter bedeuten, liebe Geschwister? Diese Wörter bedeuten ihren Tod. Und so ist das mit dem Glauben. Wenn dieser Glaube in dein Herz eindringt, dann kannst du ihn nicht verbergen. Hat die Friseurin zu dem Mädchen gesagt, bitte, ich korrigiere nochmal meine Wörter, so dass du deinem Vater das nicht erzählst. Höre, qalat, die Tochter sagte, innali, sie sagte, qalat, ukhbiruhu bidhalik. Ich werde meinem Vater sagen, dass du denkst, dass es einen anderen Gott, einen anderen Ilah gibt als mein Vater. Was sagte die Friseurin? Naam, geh und sag es ihm. Allahu Akbar. Hätte sie nicht sagen können, ich bitte dich, ich küsse deine Hände, ich küsse deine Füße, aber sag es ihm nicht, denn das wird meinen Tod bedeuten. Hätte sie einer dafür kritisiert, niemand. Aber so ist der Iman, der Glaube. Wenn er einmal im Herzen eindringt, dann wirst du sehen, dass die Person unglaubliche Taten begeht. فَأَخْبَرَتْهُ, dann hat sie ihrem Vater Bescheid gesagt. فَدَعَاهَا, so ließ er nach ihr rufen. فَقَالَ يَا فُلَانَ, er sagte, oh du Frau,
وَإِنَّ لَكِ رَبًّا غَيْرِ. Hast du einen anderen Herrn außer mir? Sie sagte, نعم. رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهِ. Mein Herr und dein Herr Allah. فَأَمَرَ بِبَقَرَ مِن نُحَاسِ فَأُحْمِيَتْ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا أَن تُلْقَى هِيَ وَأَوْلَادُهَا فِيهَا. Dann hat er, damals nannten sie das Bakara, Bakara heißt eigentlich Kuh, liebe Geschwister, das war ein Gefäß, wo heißes Öl hereingetan wurde und dieses Öl erhitzt wurde, bis die höchste Siedetemperatur erreicht wurde. Sie wusste, was mit ihr jetzt passiert, diese Friseurin, die Mutter von mehreren Kindern. So sagte sie zu Pharaon, قَالَتْ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. Ich habe noch einen Wunsch dir gegenüber zu äußern. قَالَ وَمَا حَاجَتُكَ. Er sagte, was ist dein Wunsch, was begehrst du? قَالَتْ أُحِبُّ أَن تَجْمَعَ عِظَامِ وَعِظَامَ وَلَدِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. Ich begehre von dir, dass wenn du uns jetzt quälst und tötest, dass du danach unsere Knochen nimmst von mir und von meinen Kindern und sie in einem Gewand tust und dass du dieses dann in einem Grab hereintust. قَالَ ذَلِكَ لَكِ عَلَيْنَا مِنَ الْحَقِّ. Er sagte, das ist dein gutes Recht bei uns. فَأَمَرَ بِأَوْلَادِهَا فَأُلْقُوا بَيْنَ يَدَيْهَا. So hat er befohlen, dass die Kinder von der Friseurin kommen und sie wurden in diesem heißen Gefäß hereingeworfen, wo das Öl erhitzt wurde bis zur maximalen Siedetemperatur. Und er ließ einen Jungen nach dem anderen hereinwerfen. Überlegt, liebe Geschwister, das Kind wird hereingeworfen in dieses siedend heiße Öl. Und die Mutter und die Kinder sahen, wie sich das Fleisch von den Knochen getrennt hat. Und so wurde das erste Kind hereingeworfen, das zweite Kind. Und das dritte Kind. Und wir wissen nicht, wie viele Kinder hereingeworfen wurden. Und danach passierte eine Sache. Illa an intaha thalika ila sabiyin laha murda. Dann kam das letzte Kind von ihr dran, der noch gestillt wurde. Ein Kleinkind. Ka'annaha taqa'asat min ajlihi. Als ob sie sich umentschieden hätte, dass auch ihr kleiner Junge hereingeworfen wird, so wollte sie Pharaon gefallen, um ihn nicht dazu zu bringen, dass er ihr kleines Stillkind auch noch hereinwirft. So sprach dieses kleine Kind. Und er war im Stillalter. Und er sagte, اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. So sagte er zu ihr, O Mutter, lass mich rein, geh voran mit mir und lass mich auch in dieses heiße Öl hereinwerfen, denn wahrlich, die Strafe im Diesseits ist nicht so hart wie die Strafe im Jenseits. So hat sie diesem Sohn übergeben und er wurde ebenfalls hereingeworfen. Und kommen wir zum Anfang der Geschichte. Überlegt, liebe Geschwister, das war in der Zeit von Pharaon. War Pharaon vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Das heißt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam war vor über 1400 Jahren existent. Und weit vor ihm, hunderte und tausende Jahre, war diese Geschichte. Was ist passiert? Seitdem der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in der Nacht von Isra und Mi'raj emporgehoben wurde, seitdem gibt es diesen Geruch von dieser Friseurin bis zur jetzigen Zeit. Hat Allah sie geehrt? Allah hat sie geehrt. Und so ist der Glaube, wenn einmal die Freude des Glaubens in das Herz eindringt, dann vollzieht der Gläubige unglaubliche Taten. Und es ist die Geschichte, liebe Geschwister, von Khubayb ibn Adi, radiyallahu anhu wa arda. Eines Tages, als ihn die Mushrikun festgenommen haben und er wurde vom Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt,
dass er eine bestimmte Botschaft überbringt. Dabei wurde er von den Götzendienern festgenommen. Und sie haben ihn zur Schau gestellt, indem sie die anderen Götzendiener eingeladen haben und eine Riesenshow abgezogen haben, indem sie den Leuten zeigen wollten, so wird jemand gequält, der den Islam annimmt. Khubayb wurde vorgeführt, radiyallahu anhu wa'adda. Und so begann jemand, mit einem Messer in die Haut von Khubayb einzustechen und Fleisch abzuschneiden von seiner Haut, während er lebendig war. Und so wurde zu Khubayb gesagt, أَتُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّدًا عِنْدَنَا الْآنَ بِمَكَانِكَ. Würdest du dir nicht wünschen, dass viel lieber Muhammad sallallahu alaihi wasallam jetzt an deiner Stelle wäre? Bevor du gequält wirst, sollte nicht lieber Muhammad sallallahu alaihi wasallam an deiner Stelle gequält werden. Eigentlich wollen wir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَإِنَّكَ فِي أَهْلِكَ. Und du bist zu Hause. فَقَالَ وَاللَّهِ ما أحب أن محمدا آن في مكاني الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذي. Bei Allah, ich würde mir niemals wünschen, dass jetzt Muhammad sallallahu alaihi wasallam an meiner Stelle sein sollte, während ihn nur ein Dorn sticht und er dabei etwas an Schmerz empfindet. وأنا جالس في أهلي, während ich sicher bei meiner Familie bin. Ja, Ikhwa, wir alle behaupten, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu lieben. Aber schämen wir uns nicht, wenn wir diese Liebe sehen? Wo ist unsere Behauptung? Welchen Wert hat noch unsere Behauptung, wenn wir sagen, wir lieben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Und wir sehen Leute, die ihn wirklich geliebt haben. Es war eine Person, der zwar behauptet hat, ich liebe den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, aber dann kam die Prüfung. Er wurde, während er lebendig war, mit einem Messer malträtiert und man hat ihn dieses Messer immer wieder hereingepiekst in seinem Körper und Fleischstücke abgeschnitten. Warum sollte er so viel ertragen? Er könnte sagen, ich liebe den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, aber das ist mir zu viel. Jetzt im Ernst, wenn du deinen Bruder liebst und du behauptest, du liebst deinen Bruder, wenn du todhungrig bist und es kommt Essen an den Tisch, dann bist du es, der zuerst das Essen nimmt. Und du bist noch lange nicht da. Du bist noch lange nicht dabei zu sterben. Was ist das für ein Mensch, der sagt, nein, lieber sollte ich an seiner Stelle sein und er darf niemals an meiner Stelle sein. Lieber ertrage ich die Schmerzen, als dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam die Schmerzen erträgt. Und Khubayb radiallahu an, er hat befürchtet, dass er nicht mehr den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sieht, bevor sie dieses mit ihm gemacht haben. Und er wurde vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam losgeschickt mit einer Botschaft. Und er wollte so gerne den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen, dass er diese Botschaft vollendet hat. Aber er hat es nicht mehr geschafft, ihn zu sehen. Dann sagte er, Allahumma inni la ajidu rasulan ila rasulik, faballighu anni salam. O Allah, ich habe niemanden mehr gefunden, keinen Boten mehr gefunden, den ich zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam schicken kann und ihm sagen kann, ich habe den Auftrag ausgeführt, so wie du es mir befohlen hast. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala Jibril angefordert. Und er sagte, ja Jibril, idhab ila Muhammad wa akhbiru. Geh zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und benachrichtige ihn, dass Khubayb seinen Auftrag erfüllt hat. Dann sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja Khubayb, der Friede auf dir, ja Khubayb. Khubayb radiallahu an, bevor er gestorben ist, sagte er, فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمَا عَلَى أَيِّ شِقٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي. Es macht mir nichts aus, wie ich getötet werde, solange ich nur als Muslim sterbe und der Tod für Allah ist. Liebe Geschwister, wir sollten uns schämen. Wallahi al-Azim, wir alle sollten uns schämen. Wenn uns das kleinste Problem passiert, dann denken wir schlecht über Allah und plötzlich will Allah uns nur bestrafen, obwohl er diese Prüfung uns nur auferlegt, weil er uns eigentlich liebt.
Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam: Inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum. Wenn Allah ein Volk liebt, so prüft er sie. Faman radiya falahu rida wa man sakhita falahu sukht. Und wer auch immer diese Prüfung nicht zufrieden ist, denn die Zufriedenheit ist nochmal eine weitere besondere Stufe, sondern derjenige, der nur die Prüfung, so wie sie ist, akzeptiert. Das ist von Allah, ich nehme das so hin. Aber bin ich zufrieden, dass mein ganzes Geld weg ist? Ich bin nicht zufrieden. Bin ich zufrieden, dass meine Frau verstorben ist? Ich bin nicht zufrieden. Bin ich zufrieden, dass ich hier und dort angegriffen werde? Ich bin nicht zufrieden. Ich akzeptiere es, wie es ist. Diese Stufe, die niedrigste Stufe. Und manche, wenn sie geprüft werden, sie akzeptieren nicht nur die Prüfung, sondern sie sind noch zufrieden damit. Und die Besten sind diejenigen, die nicht nur diese Stufe akzeptieren, sie sind zufrieden und danken Allah und lobpreisen ihn dafür, dass er sie mit diesen Sachen prüft. Aber derjenige, der diese Prüfung akzeptiert, so ist Allah zufrieden mit ihm. Du hast sie nur akzeptiert. Allah ist zufrieden mit dir. Aber wer auch immer dieses verabscheut, er möchte unter der Erde laufen, damit er nicht geprüft wird, so ist Allah zornig über ihn. Subhanallah. Warum hat Allah uns ursprünglich geprüft? Weil er uns liebt. Aber was haben wir gemacht? Wir haben seine Liebe in was umgewandelt? In Zorn ihm gegenüber. Und ursprünglich hat Allah uns nur deswegen geprüft, weil er uns liebt, subhanahu wa ta'ala. Wallahi, ya akhwa, wenn wir Allah nicht kennenlernen, dann werden wir Verlierer im Diesseits und im Jenseits sein. Deswegen, und damit beende ich, ermahne ich mich und euch, wir werden vieles erleben. Und ihr seht, was sie mit uns machen. Nur die Frage ist, wenn wir alle unseren Rücken den Islam kehren, werden wir gute Beispiele sein für die anderen? Wo sind die Beispiele der Salaf? Sie sind zahlreich. Warum sind diese Beispiele zahlreich, während in unserer Zeit die Beispiele so wenige sind? Weil die Leute einen anderen Glauben hatten. Sie hatten einen anderen Glauben. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam mit diesem Hadith schließe ich ab. Er sagte: Inna min waraikum ayyam as-sabr. Vor euch, wara heißt eigentlich hinter euch, aber im Arabischen wird das umgekehrt übersetzt. Vor euch liegen Tage der Geduld. Al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamr. Derjenige, der an seiner Religion festhält, ist wie derjenige, der an glühend heiße Kohle festhält. Schaut mal, wenn du die glühend heiße Kohle nimmst, was passiert in dem Moment, in dem du drauf drückst? Was passiert damit? Das ist noch heißer geworden. Und diese Hitze ist so extrem, dass du nicht in der Lage bist, mehrere Millisekunden dieses in der Hand zu halten. Wir reden über glühend heiße Kohle. Aber du kannst diese glühend heiße Kohle nicht aus der Hand werfen, weil das deine Religion ist. Also musst du Sabr zeigen, Geduld zeigen. Wir werden geprüft und man wird uns als Terroristen bezeichnet. Man wird uns als Terroristen bezeichnen. Man wird uns als ISIS-Hänger bezeichnen. Was ihr ja auch seht, obwohl wir so oft gegen diese Leute gesprochen haben, haben sie eine ganze Razzia gegen meine Person gemacht. Und jeder weiß, wie ich zu diesen Leuten stehe und haben gesagt, ich hätte ISIS-Terroristen in Syrien finanziert. Das werden sie machen. Warum? Sie wollen von uns ein schlechtes Bild präsentieren, damit die Muslime auch Angst haben vor uns und auch gar nicht schon zu unseren Unterrichten kommen. Aber ich sage euch eins, Wallahi al-Azim, und das kann ich bei Allah bezeugen, je mehr sie mich befeinden und je mehr sie mich angreifen, desto mehr Leute hören uns zu. Einer kam einmal in unsere Moschee, er sagte, ist das hier die Sahaba-Moschee und bist du Abu al-Bara? Ich habe ihm gesagt, ja, bitteschön, ein Deutscher. Er sagte zu mir, ich habe gelesen, dass das die radikalste Moschee ist. Da wusste ich, ich will nur hierher. Und er hat den Islam angenommen, Alhamdulillah. Subhanallah, ein Deutscher kommt zu Leuten, die er nicht kennt und er glaubt nicht der Presse. Wai Allah, wie viele sogenannte Muslime glauben den Quatsch,
den diese verbrecherischen Zeitungen über uns schreiben, nur weil sie uns für unseren Islam hassen. Nur weil sie uns für unseren Islam hassen. Wie viele Muslime glauben ihnen? Aber Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wir brauchen nicht jeden, der uns zuhört. Wir wollen, dass uns Leute zuhören, die wahrhaftige Muslime sein möchten. Wer aber so leben möchte wie diejenigen, die Brennstoff des Höllenfeuers sein werden, so hat er entschieden, das ist seine Sache. Aber wir wollen uns für den anderen Weg entscheiden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht von dieser großartigen Religion abwenden lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit einem wahrhaftigen Iman sterben lassen. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barak lau fikum wa jazakum la khairan, liebe Geschwister.